ich greife schon gerne ab und zu mal wieder in die Akten. Ja, weil mich das beschäftigt. Es war die wichtigste Zeit meines Lebens. Und ich bin mit einem großen Anspruch auch an mich selbst, an diese Aufgabe herangegangen. Und ich musste hinterher feststellen, dass ich vielen Dingen zu naiv an diese Aufgabe herangegangen bin. Dass ich nicht genug aufgepasst habe. Bei dieser einmaligen Aufgabe, die da zu bewältigen war, sind natürlich auch Fehler gemacht worden. Und Menschen mögen nicht gerne zugeben, dass Fehler gemacht worden sind. Und es gibt ja auch Betroffene, die sehr empfindlich reagieren, wenn sie diese Fehler wieder hören. Also lässt man das Ganze lieber ruhen. Es war im August des Jahres 1990, dass die ersten Anzeigen kamen. Wir suchen Profis für die DDR. Und daraufhin habe ich mich beworben als Treuhand-Niederlassungsdirektor. Ich wollte nach Halle, weil ich ja Halle kannte. Meine Verbindung zu den Mitabiturienten ist nie abgerissen. Und jetzt kam der Wunsch einfach auf, dort mitzuhelfen. Westdeutschland war kartelliert. Diese ganze Szene in der Industrie war ja, das Modell Deutschland, man kann es ja heute so nennen. Jeder wusste, wo sein Platz war, und zwar beide Seiten, Gewerkschaften und Arbeitgeber. Also man kam jetzt in eine Situation, wo man jetzt Trampelpfade erst anlegen musste, durch eine Wildnis, die durchaus nicht strukturiert war. Alles war neu, alles war frei, wir konnten anfangen. Oktober 1989. Die Deutsche Demokratische Republik feiert Geburtstag. 40 Jahre DDR, 40 Jahre Sozialismus, 40 Jahre Volkseigentum. Regiert wird das Land von der Sozialistischen Einheitspartei SED. Erich Honecker ist Generalsekretär. In anderen sozialistischen Ländern wie Polen oder Ungarn begehrt das Volk auf. In Ostberlin scheint das Regime unerschütterlich. Er habe infolge seiner Erkrankung und seiner Operation nicht mehr genügend Kraft und Energie, wie es die Geschicke der Partei und des Volkes heute und künftig verlangen. Demokratie jetzt oder nie. Und wir meinen Volksherrschaft und wollen die Chance, die in dieser Krise steckt, da sie alle unsere produktiven Kräfte weckt, nicht wieder verschlafen. Im November fällt die Berliner Mauer. Hans Modrow wird neuer Regierungschef, ein Mann aus dem Staatsapparat. Er kündigt Reformen an, freie Wahlen und eine eigenständige DDR. Auf der anderen Seite der Grenze, in der Bundesrepublik, regiert eine Koalition aus CDU und FDP. Kanzler ist Helmut Kohl. Liebe Landsleute, mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation. Die Bundesrepublik ist drittgrößte Industrienation der Welt. Eine Marktwirtschaft. Das Eigentum wird geschützt. In der DDR dagegen wurde der Grund und Boden verstaatlicht. Auch Fabriken und Büros, Warenhäuser und Banken gehören dem Volk. Und für die Regierung Modrow stellen sich immer drängendere Fragen. Was wird aus der DDR?
Was aus dem Sozialismus? Wem gehört das Volkseigentum? Im Februar wird die Opposition an der Macht beteiligt. Wir befinden uns hier in der Chausseestraße 107. Hier traf sich seit 1987 die Freie Forschungsgemeinschaft Selbstorganisation. Hier an diesem Tisch haben wir regelmäßig gesessen und haben uns Gedanken gemacht, wie es in der DDR weitergehen wird. Hier ist der Vorschlag für die Treuhandanstalt entwickelt worden. Die Überlegung war, wir müssen das verteilen. Also Volkseigentum, jeder hat einen Anteil an diesem Volkseigentum. Wir müssen in irgendeiner Weise uns eine Formel einfallen lassen, wie der Einzelne zu seinem kleinen Vermögen kommen kann. Wir waren der Meinung, dass man erstmal eine Treuhand bilden sollte, also das alles zusammenfassen, zu erfassen vom Wert her und dann über Kapitalanteilsscheine dem Einzelnen, also sogenannte Voucher, dem Einzelnen zukommen zu lassen und dem Einzelnen zu überlassen, was er mit diesem Vermögensanteil tut. Als letztes müssen wir noch aufgreifen, eine Treuhandgesellschaft zur Wahrung der Anteilrechte der Bürger mit DDR-Staatsbürgerschaft am Volkseigentum der DDR. Der Titel sollte sein: Bildung einer Holding Treuhandgesellschaft Volkseigentum. Der Vorsitzende hatte dann nur die Schlussfolgerung gezogen, also gibt es keine Bedenken. Alle haben sich umgeschaut. Keine Bedenken. Und damit ist es einstimmig angenommen worden. Einstimmig. Ich hatte den Eindruck, dass man die Regierung Motrow in keinster Weise halten und stützen wollte, sondern dass man gesagt hat, das ist die Übergangsregierung, der geben wir jetzt kein Geld mehr und wir warten die Wahlen ab, beziehungsweise wir nehmen Einfluss, dass unsere Kräfte bei den Wahlen gewinnen. Das waren leider nicht wir. Es war deutlich zu spüren, dass Helmut Kohl als Bundeskanzler einfach Nase und Bauch vorn hatte, um das Ganze zu gewinnen. Und dass dann die ganzen Dinge noch mal neu entschieden werden. Es stehen Tausende von Unternehmungen in der Bundesrepublik bereit. Weltweit operierende Konzerne und kleine Handwerksbetriebe, hierher zu kommen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Wir brauchen unbedingt Leute, die da aufbauen hier. Ja. Nicht bloß reden, jetzt muss gehandelt werden. Wir brauchen Hilfe vom Westen. Wir sind ja im November vergangenen Jahres auf die Straße gegangen, um endlich mal unser Recht auf Selbstbestimmung verwirklichen zu können. Hier haben wir die erste Hochrechnung vorliegen. Nach dieser ersten Hochrechnung kommt die SPD auf 22,3%. Die CDU auf 38,5. Die Menschen haben sich klar entschieden für Parteien, die eine deutsche Einheit wollen. Das bedeutet Ende der DDR. Wer macht CDU gewählt? Selbstverständlich. Was denn sonst? Und weshalb? Ja, weil die uns am schnellsten der Einheit bringt. Ja. Wir werden euch alle noch umgucken. Ja, ich war voller Neugierde. Ich wollte wissen, was da wirklich ist, wie das wirklich aussieht. Ich habe dann sehr bald feststellen müssen, dass natürlich ziemlich abgewirtschaftet und manches auch verwahrlost war. Die Stadt Halle, die alte, wunderschöne Stadt Halle, die war wirklich verkommen. Vor uns waren schon die Banker da, die waren als allererste da, die Autoverkäufer, die Berater. Berater en masse. Die waren Rechtsanwälte, noch und noch. Die waren alle schon da. Das heißt, die Claims waren schon abgesteckt? Ja, man hatte es versucht. Nicht überall ist es gelungen, aber man hatte es versucht.
Die einen versuchten, die Banken zu kriegen, die Versicherung, den Zeitungsvertrieb und den Drogeriehandel und was es nicht alles gab. Und man merkte, es läuft ein Ausverkauf. Also es gibt unglaublich begehrliche Blicke auf diese DDR, sich mal anzuschauen, was kann man gebrauchen, was kann man verwenden, was kann man ins eigene Unternehmen bekommen. Also die Banken sind immer die Ersten. Die haben das ausgeprägte Sensorium und ich glaube die empfindlichste Antenne da, wo Geld fließt, wo man Geld machen kann, wo es um große Gewinne gehen könnte. Und die Überführung der Staatsbank der DDR in die entsprechenden Geschäftsbanken des Westens hat ja relativ schnell alles stattgefunden. Das ging ja fast geräuschlos über die Bühne, ganz anders als bei den Betrieben. Und die Banken waren von Anfang an natürlich auch dann Gewehr bei Fuß, um diesen Krieg zu gewinnen. Aus der Staatsbank heraus gründen hohe Kader die Deutsche Kreditbank und schließen sich zusammen mit der Deutschen und mit der Dresdner Bank. An die Kreditbank gehen über 60.000 Kreditverträge, 800.000 Kontoverbindungen, fast alle Filialen. Und mit den Filialen die Kunden, die Einlagen, der Geldverkehr ostdeutscher Betriebe und Kombinate. Am 12. April nimmt die gewählte Regierung unter Lothar de Maizière ihre Arbeit auf. Ihr Ziel ist die schnelle Einheit mit der Bundesrepublik. Für das Volkseigentum will sie eine gesetzliche Regelung finden. Und sie braucht Fachkräfte aus dem eigenen Land. Ich bekam von dem neuen Minister das Angebot, in dieses Team einzutreten. Schlichtweg, weil ich sozusagen die Gnade der späten Geburt hatte, weil ich der Jüngste war und weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich zu kontaminiert bin mit irgendwelchen Sachen aus der SED-Zeit, geringer war. Das war, glaube ich, die Logik. Deswegen hat man mich angesprochen. Ich könnte als Referent fürs Parlament agieren. Das fand ich spannend. Parlament kannte ich nicht. Das ist das Neue. Wir gehen in eine demokratische Zeit, das ist eine Parlamentsrepublik, also da will ich hin. Dann nannte ich mich vom, 20. März an parlamentarischer Referent des Wirtschaftsministers in de Maizière gewählt. Sowohl in der Volkskammer als auch später in der Treuhand liefen sehr stark Lobbyisten und Einflüsterer West rum. Es liefen auch schon einige Konzernlobbyisten rum. Ist klar, es war ein neuer Markt, politisch und auch wirtschaftlich. Wenn dann ein Netz von Beratern da ist, dann kann man relativ schwer durchschauen, wer hat eigentlich an welcher Schraube gedreht und wem was eingeflüstert, was der vielleicht nicht besser wusste. Vieles, was wir zu entscheiden hatten, war ja für uns völlig neu. Wir waren da überhaupt nicht eingearbeitet. Und da ist man natürlich den Einflüssen von Ratgebern besonders hilflos ausgeliefert. Wir haben dann sehen müssen, dass wir beim Treuhandgesetz mit unseren Ideen nicht durchkommen. Also die westliche Seite hat gesagt, das ist alles Mumpitz, so läuft das nicht. Wir müssen privatisieren, wir müssen Investoren finden, es ist doch sowieso alles marode. Es ist eigentlich von unserer Kernidee, von unserem wirklichen Ansatz, dass die Leute etwas von dem zurückbekommen, was sie erarbeitet haben, nichts übrig geblieben. Herr de Maizière, wie lange wird es schon die DDR noch geben? Gehen Sie mal bitte, machen Sie mal Kamera aus. Das hier von der Regierung vorgelegte Gesetz, das sogenannte Treuhandgesetz, ist aus mehrfacher Hinsicht unakzeptabel. Man könnte auch sagen, ein Skandal. Also wie wir nach den allerersten Entwürfen des Staatsvertrages befürchteten, eine Volksenteignung in nie dagewesenem Ausmaß. Das Ergebnis
ist ein Volk von Sozialhilfeempfängern und Angestellten. Ich vertrete hier eine Bürgerbewegung. Und Bürger ist man, wenn man Eigentum hat. Es war von vornherein klar, im Zweifelsfalle sind die Sicherheiten, die die Bundesrepublik und die Banken der Bundesrepublik haben wollen, für dieses Geschäft mit der Währungsunion, die DDR-Betriebe. Das war in der Struktur klar. Also das heißt mit anderen Worten, das war im Grunde genommen eine Bürgschaft, die wir da gegeben haben, unser komplettes Volkseigentum einzubringen. Detlef Carsten Rohwetter wird im Juli Verwaltungsratsvorsitzender der Treuhandanstalt und im August ihr Präsident. Er ist Mitglied der SPD, ein erfolgreicher Sanierer, ein Manager des Jahres. Für mich das Größte war eigentlich der Auftritt von Detlef Carsten Rohwetter. Da war Rohwetter in den Wirtschaftsausschuss gekommen. Ich war zugeordnet vom Ausschussvorsitzenden. Kümmern Sie sich mal um den. Den kannte ja noch keiner. Das hieß, der kommt von der Treuhand. Er hat dann gesagt, was machen Sie jetzt eigentlich? Ja, ich bin hier Referent beim Wirtschaftsminister. Ja, junger Mann, gucken Sie mal nach vorn. Die Geschichte ist vorbei, die sind pleite, das ist Schluss, aus. Was machen Sie denn dann? Ich weiß nicht, schauen wir mal, müssen wir mal gucken. Und er sagte, ich mache Ihnen einen Vorschlag, kommen Sie zu mir. Ich brauche so junge Leute, Sie können von mir lernen oder von uns lernen, wie das funktioniert, diese Marktwirtschaft. Und wir lernen von Ihnen, wo hier die Minen liegen. Und das war der Deal. Am 1. Juli werden der Treuhand unterstellt 8.400 Betriebe, 25.000 Einzelhandelsgeschäfte, 7.500 Gaststätten und Hotels, 1,7 Millionen Hektar Land, 4 Millionen Arbeitnehmer. Wir werden durch eine Phase der Probleme und der Risiken gehen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass schon mittelfristig die Situation für die Menschen in der DDR, für die Arbeitnehmer in den Betrieben wesentlich besser sein wird als im alten Regime. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Die Bundesrepublik und die DDR bilden eine Wirtschafts- und Währungsunion, ebenfalls am 1. Juli. Um 0 Uhr gibt die Deutsche Bank am Alexanderplatz die neue Währung aus. Im gleichen Gebäude nimmt die Zentrale der Treuhandanstalt ihren Sitz. Prozent aller Mitarbeiter der Treuhandanstalt kommen wie Detlef Scheunert aus dem Osten. Spitzenpositionen sind dem Westen vorbehalten. Ausnahmen selten. Ich war gerade 30 geworden. Ich war zwar kein Sieger, aber ich war im Selbstbewusstsein, ich werde hier was ganz Historisches mitgestalten dürfen. Hier wird Geschichte gemacht. Und ich werde dabei sein und ein ganz kleines Rädchen mitdrehen können. Ich hatte die politische Erfahrung, ich konnte den Osten, das war mein ganz großes Asset. Ich wusste, wer mich bescheißt und wer nicht. Natürlich hatte ich keine Ahnung von Marktwirtschaft, keine Ahnung von BWL. Dass mir mein Vorstand, der Dr. Wild, die Chance gab, bei ihm Assistent sein zu dürfen, das war sicherlich ein großer Vertrauensvorschuss. Dann habe ich versucht, mit absoluter Loyalität und hohem Einsatz zu rechtfertigen. Er hat davon auch Gebrauch gemacht, also so 16-Stunden-Tage war schon normal. Man hat das marktwirtschaftliche System mit der Treuhand eingeführt, indem man der Treuhandanstalt sämtliche
volkseigenen Betriebe zu Eigentum übertragen hat und ihr die Aufgabe gegeben hat, es zu privatisieren. Und das lässt sich ja nur in einem marktwirtschaftlichen System machen. Es ist ja ein Triumph der Marktwirtschaft, so eindeutig den Vorzug bekommen zu haben. Ich weiß nicht, ob die Marktwirtschaft das verdient hat. Auf den Schreibtischen der Treuhand stapeln sich Verträge. Noch ausgehandelt vor der Währungsunion, meistens von hohen Funktionären, oft unter fragwürdigen Umständen. Ich vermute, wenn die uns nicht einladen, werden wir uns eben selber einladen müssen. Das ist das Problem. Der Steigenberger Konzern will sich Zugriff auf die Interhotel-Gruppe sichern. Über einen hohen Kader. 34 Luxushotels stehen im Vertrag. Das Palasthotel in Berlin, der Elefant in Weimar, das Astoria Leipzig. Wir haben den Eindruck, dass die Verträge ganz außerordentlich vorteilhaft für den Steigenberger Konzern sind und ganz außerordentlich nachteilig für die einzelnen Hotels, die zur Gruppe gehören. Der Steigenberger Konzern würde derartig geringe Pachten an die Häuser zahlen, dass nicht erwartet werden kann, dass die Hotels in einem wettbewerbsmäßigen Zustand gehalten werden können. Das heißt also, diese Verträge, die geschlossen worden sind, sind letzten Endes zum Nachteil der Treuhandanstalt, damit zum Nachteil des Volkseigentums. Volkseigentum? Ja, das haben wir hier, das steht im Gesetz, da brauchen Sie gar nicht zu lachen. Gucken Sie mal lieber ins Gesetz. Seit mehreren Monaten fordern wir als Arbeitnehmerinteressenvertreter von der Treuhandanstalt andere Konzepte. Na ja, dann tun Sie mal. Ja gut, meine Damen und Herren, das war's. Ich kann nur sagen, nur die allergrößten Kälber wählen ihre Metzger selber. Wir sehen Ihre Interessen an der Treuhand nicht gewählt und die Treuhand bestimmt über unsere Köpfe hinweg. Ja, die bestimmt überhaupt gar nicht. Das war nicht unser letztes Wort. Neben der Treuhandzentrale in Berlin gibt es Niederlassungen in allen 15 Bezirken der DDR. Die Zentrale ist verantwortlich für Betriebe über 1500 Mitarbeiter. Betriebe mit weniger Personal werden von den Filialen übernommen. Eine dieser Filialen wird in Halle eröffnet. Tja, tatsächlich alter Markt 1 und 2. Und hier geht die Treppe nach oben. So war das. Ganz genau so. Donnerwetter, dass das noch existiert. Dass wir das noch mal wiedersehen. Tschüss. Tatsächlich, das sind die Räume. Warte mal, wo war denn jetzt hier die Toilette? Die war da, ne? Ja, da sind wir gerade dran vorbeigelaufen. Also, etwa das war der Weg, den ich zurückzulegen hatte, wo ich furchtbar aufpassen musste, dass hier durch die Menschenmenge kam, die in diesen Fluren standen. Das ganze Haus stand voller Leute, die von der Treuhandanstalt irgendein Problem geregelt haben wollten. Und zwar von beiden Seiten die Betroffenen und die Investoren, die hier ihr Schnäppchen machen wollten. Denn die Ersten, die kamen, die wollten alle Schnäppchen machen. Ich habe aufgeschrieben, am 5.12.1990 erschien ein Herr Iwanschitz, der eine Firma Bauberatung sein eigen nannte. Und schlug mir allen Ernstes vor, man möge ihm doch, weil er sich auskenne, die gesamten Baubetriebe Halles übereignen. Er würde die dann schon privatisieren. Den habe ich also mit dann nicht mehr ganz höflichen Worten wieder aus der Tür hinausgebracht. Mit Immobilien konnte man hier sehr viel Geld machen, wenn man dran kam. Wir sahen nur Schrott. Aber diese Leute sind darauf spezialisiert, nicht mehr daraus zu erträumen. Die haben zweimal hingesehen, rechneten im Kopf zusammen, was das noch wert sein könnte. Haben natürlich dann versucht, möglichst viel davon zu erwerben. Oh.
hat sich ja alles angezogen. Also echte Kriminelle, Scheinkriminelle, Größenwahnsinnige, Kranke, alles hat man hier zur Tür gehabt und eben auch Altkader. Alle meinten, hier spielt die Musik, hier wird das große Geld verteilt, hier muss ich einfach nur meine Hand in den Strom, in den warmen Strom halten, dann werde ich reich. Ich mache hier nur mal einen Besuch. Und worum geht's? Ja, ich will mich nur umhören. Aber mach doch nicht einfach nur so mal einen Besuch. Ja, alte Freunde besuchen. Wir verhandeln über Unternehmenserwerb. Worum geht's? Unternehmenserwerb. Ja, welchen denn? Ja, das brauche ich nicht zu sagen, das möchte ich auch nicht sagen. Nicht. Wie viele Arbeitsplätze hängen denn dran? Oh, vielleicht 1000. Denken Sie, dass sich das lohnt? Es muss sich lohnen, sonst wollen wir es nicht machen. Wir sind ja schließlich Unternehmer. Hier wird mit härtesten Bandagen gefochten. Hier wird, was die Treuhandanstalt und die Verfolgung kommerzieller Interessen angeht, nun aber auch wirklich jede Scham beiseite gelegt. Es ist ein bisschen wie im Wilden Westen und manche Leute nehmen sich gegenüber der Treuhandanstalt Unverschämtheiten raus, die in Westdeutschland schlechthin unmöglich wären. Aber das wird sich ja auch geben. Für die staatliche Fluglinie Interflug interessiert sich anfangs die Lufthansa. Doch der Verkauf zögert sich immer wieder hinaus. Das Kartellamt hat Bedenken. Der Bundesminister für Verkehr lehnt Mitbewerber aus dem Ausland ab. Ich bin persönlich der Auffassung, dass dahinter auch die deutsche Lufthansa steckt. Unter dem Motto, lass den Interflug kaputt gehen, dann brauche ich dafür gar nicht bezahlen, ich kriege die zum Nulltarif. Der damalige Lufthansa-Chef Runau hatte sich, glaube ich, unglücklich geäußert in der Zeitung nach dem Motto, das kann ja wohl nicht sein, dass wir hier zwei Airlines haben. Das hat natürlich Wasser auf die Mühlen gegeben. Und es war die typische Unsensibilität eines Wessis, der weit weg war. Und ich habe nicht verstanden, was sich abspielt. Wir wollen, dass unser kleiner Interflugspatz weiter durch die ganze Welt hinausfliegt. Also er muss mit rein. Das ist unverständlich. Der Interflug-Betriebsrat mit so einer Truppe von vielleicht 30, 40 Leuten kam hier diesen Gang entlang gerannt, hochemotionalisiert. Und man wollte es jetzt diesem Treuhandpräsidenten oder diesem Vorstand mal richtig zeigen, diesen dahergelaufenen Messis. Sind wir runtergegangen, Rohwetter und ich. Und Rohwetter hat dann sehr mutig die Situation geschildert, die natürlich ein bisschen auch, das darf ich mal so sagen, schon auch von Herrn Runau von der Lufthansa beeinflusst war. Die wollte keine Konkurrenz im Land, oder? Sie sagen es. Fünf Schritt weg stand der Betriebsrat, kampfbereit, emotionalisiert, persönlich in ihrer Existenz bedroht. Und auf der anderen Seite standen die Treuhänder, Rohwetter, Dr. Wild und ich stand in dritter Reihe dahinter. Und zu meinem persönlichen Entsetzen stand unter den Betriebsräten der Interflug, persönlicher Freund und Bekannter, stand dort der Micha. Und ich war in dem Moment, war mir bewusst, was jetzt noch kommen wird in diesem Land. Dass man sich entscheiden muss, auf welcher Seite man steht. Und dass es natürlich Gewinner und Verlierer geben wird. Und dass es Leute geben wird, die notwendige, aber unangenehme Entscheidungen treffen werden und auch umsetzen werden, damit dieses Land eine Chance bekommt. Und dass es natürlich andere geben wird, die sich festhalten und die versuchen, die Strukturen irgendwo zu erhalten und einfach kämpfen. Im Winter macht Interflug jeden Tag 1 Million D-Mark Verlust. Im Februar 1991 beschließt die Treuhand die Liquidierung. Eines der großen Industriegebiete der DDR liegt in Sachsen-Anhalt. Bergbau, Maschinenbau, chemische Industrie. Noch kurz vor der Wende wurden Neubauviertel errichtet für die Werktätigen. In eines der Gebäude zieht die Treuhandfiliale um und beginnt unter Hochdruck mit der Privatisierung.
Es war ja kein Auftrag in dem Sinne, dass man etwas tut, was irgendein Boss oben sich ausgedacht hatte, sondern wir waren ja alle einer Meinung, das muss so sein. Wir wollen so schnell wie möglich hier diese Wirtschaft in die gleichen Bahnen bringen, in denen wir zu leben gewohnt waren. Und wir fanden diese Bahnen richtig. Zunächst mal mussten alle Firmen einen Gesellschaftervertrag bekommen, eine Eröffnungsbilanz aufgestellt bekommen. Und für alle 669 Firmen, die wir hier privatisiert haben, musste das vorbereitet und abgewickelt werden. Es war wichtig zu sehen, wie viel Potenzial hatten diese Firmen. Waren sie lebensfähig? Waren sie sanierungsfähig? Was musste getan werden, um sie dahin zu bringen? Oder, was natürlich auch nicht zu vermeiden war, das galt hier für ungefähr 200 Firmen, muss man sie liquidieren, muss man sie abwickeln. Der Konkurs ist ja auch im Wirtschaftsleben eine Angelegenheit, die dazugehört. Wer nicht lebensfähig ist, muss ein anständiges Ende bekommen. Aber auch das musste natürlich geprüft und eingeleitet und ordnungsgemäß abgewickelt werden. Am 2. Oktober 1990, das war ungefähr ein Monat nachdem ich kam, war die erste Liquidation beschlossen worden, Pentagon, diese Kamerawerke in Dresden. 5.500 Mitarbeiter und produzierten Spiegelreflexkameras von höchster Qualität. Mit der Technologie der 60er Jahre, was mal ein hohes Gut war, war natürlich in Zeiten der japanischen Dominanz nicht zu retten. Und deswegen war es glasklar, dass man das einfach nur abwickeln kann. Die Insolvenz Eröffnung war angesetzt auf den 3. Oktober. Und plötzlich sagt dann einer, seid ihr wahnsinnig? Ich glaube, es war Robert, das ist der Tag der deutschen Einheit. Da könnt ihr nicht das erste Unternehmen liquidieren. Wir waren alle so in diesem Prozess schon drin, dass niemand auf den Kalender so richtig geguckt hatte. Das wurde dann künstlich, glaube ich, ein paar Tage verschoben. Was musste ja passieren? Am 3. Oktober tritt die DDR der Bundesrepublik bei. Pentagon wird ein paar Tage später liquidiert. Für zwei Monate bleibt es die einzige Gesamtvollstreckung. Marode Betriebe werden künstlich am Leben gehalten. Die Kredite dafür kommen von den Banken, die Bürgschaften von der Bundesregierung. Also ich glaube, dass Konzerne in ihrem Selbstverständnis, dass sie ja die Master of Universe waren und sind, auch Großbanken, der Meinung waren, also Politik, Kohl, wenn wir dir jetzt hier folgen und unseren schmutzigen, kleinen, stinkenden Hinterhof aufräumen, was natürlich bei unseren Muskeln überhaupt kein Problem ist, sowas machen wir in ein paar Monaten, dann möchten wir auch Zugeständnisse haben. Die Großbanken haben die gesamte Liquiditätssicherung der Treuhandanstalt, die vielen, vielen Milliarden, die in die ostdeutschen Betriebe liegen, sich mit einer Globalbürgschaft der Treuhandanstalt versüßen lassen, das heißt des Bundes. Das heißt, keine große deutsche Bank hat je eine D-Mark als Risiko gehabt. Es war immer vom Bund per Globalbürgschaft abgesichert. Trotzdem hat man Marktzinsen verlangt, was schlichtweg unfair war, unredlich. Und dort hat man schlichtweg mit der Politik, oder die Politik hat sich über den Tisch ziehen lassen. Das hat der Treuhandvorstand auch so gesehen, aber keine Chance gehabt. Am 2. Dezember gewinnt die Regierung Kohl die ersten gesamtdeutschen Wahlen. Danach kommen neue Anweisungen aus Bonn. Verliert ein Unternehmen zu viel Geld, muss es abgewickelt werden. Riesenkonglomerate, das war chancenlos. Und dass die in den ersten sechs Monaten reihenweise zum Opfer fielen, das war fast zwangsläufig.
ging los mit der Liquidation von Pentagon und dann kam ja ein politisch-emotionales Identifikationsobjekt der Ostdeutschen nach dem anderen unter den Hammer. Interflug, Wartburg. Das war wie ein Dolch in den geschundenen Leib der Ossis. Oh Gott, das machen sie. Natürlich wusste jeder, diese blöden Kisten wollte keiner mehr haben. Diesen technologisch 30 Jahre überaltert. Aber trotzdem war es irgendwo Identität. Ich habe dann so ganz klar gesagt, das ist eine kreative Zerstörung. Das meiste hier ist eh so weit zurück in der Technologie, im Investitionsniveau. Das ist sowieso besser, wenn wir es zumachen und die grüne Wiese neu erfahren. Da war an einen Umschwung hier noch gar nicht zu denken. Wenn ich durch Stahlwerk gegangen bin und ich musste viel von einer Ecke zur anderen gehen, hatte ich gesagt, wenn hier ein Kapitalist reinkommt, dann schmeißt er ein Drittel raus. Und wenn er das Stahlwerk richtig kennt, dann schmeißt er zweite Drittel raus. Wir haben heute gerade Bescheid gekriegt, dass wir zurückgesetzt sind auf Dauerkurzarbeit. Und da sind das bedeutet nicht gerade, Entlassung dann? Ja, so gut wie. Also mir haben sie eben gesagt im Büro, dass ich noch bleiben darf. Dass ich noch arbeiten kann. Und sie soll abgebaut werden bis 2500. 9000 waren wir früher gewesen, vor 2-3 Jahren noch. Ich kann sich ausrechnen, was hier los ist. Wir konnten eine Strichliste machen. Wer seinen Zettel gekriegt hat, der darf am Montag neben dem Arbeiten kommen. Das ist mehr als die Hälfte hier. Ein Teil war letzte Woche, das letzte Mal arbeiten. Die haben es nur noch nicht gewusst. Der Rest verschwindet. Für mich war es ja keine so große Veränderung. Ich bin aus einer Gesellschaft gekommen, die mehr oder weniger sich hier auch etablierte. Aber die Menschen hier kamen ja aus einer völlig anderen Welt und sind mit uns konfrontiert worden. Ich habe 25 Fotoalben aus der Zeit. Allerdings sind das private und alles Mögliche. Die Treuhand liquidiert, die Treuhand verkauft. Möbelfabriken, Einkaufshallen, Ferienobjekte, Gaststätten, Fleischereifachgeschäfte. Verkauft wird auch der volkseigene Betrieb Wärmeanlagenbau, WBB. In Osteuropa hat der Betrieb Kraftwerke gebaut und Fernwärmenetze. 1991 wird er veräußert an die Schweizer Firma Chematec. Hinter Chematec verbergen sich Investoren um den Geschäftsführer Michael Rottmann. Wir wussten, dass aus dem VEB Wärmeanlagenbau eine GmbH gemacht wird. Und was danach kommt, war für uns eigentlich nur die Vorstellung, dass wir eben privatisiert werden. Der Betrieb hat 1200 Beschäftigte. Ihr neuer Inhaber garantiert den Erhalt von 750 Arbeitsplätzen. Sie haben mehrere Monate Zeit gehabt, in diesem Randgebiet dort Aufträge heranzuschaffen, ein Konzept und eine Idee zu entwickeln, die in dem Raum Zwickau realisierbar ist. Und nicht darauf zu warten, wie Gott gegeben, dass die Aufträge von Berlin nach Zwickau geschoben werden. Das ist dann immer schwierig, wenn man keine Informationen bekommt von außen. Wir haben keine Informationen bekommen.
Auch nicht von unserer späteren Käuferin der Schematec AG. Später stellte sich ja dann schon heraus, dass das lediglich Strohpuppen waren und Herr Rottmann die Geschäfte führte. Fragen, die gestellt wurden, die wurden abgebügelt. Ich weiß, es wird schwer ist zurzeit, aber verdammte Tat. Lassen Sie doch Ihre Mitarbeiter nicht blöd sterben. Die sind doch am unsichersten zurzeit. Wenn mal das Arbeitsvolumen so ist, dass Sie darin ersticken, dann sind die überhaupt nicht mehr unsicher. Dann haben die auch von alleine Perspektive, denn sie können über den Arbeitsberg nicht gucken. Aber solange sie das nicht haben, dieses Volumen, müssen sie ihnen mehr Leitbildfunktion liefern. Ich möchte ein gut funktionierendes, international wirkendes Ingenieurunternehmen mit modernster Technologie, das bis 1995 alle vergleichbaren Ingenieurunternehmen im Energiebereich Europas überholt hat. Mit modernster Technologie und hochspezialisierten Mitarbeitern Kraftwerke wie Brötchen herstellen. Keine zwei Jahre nach der Übernahme hat der Betrieb nur noch 250 Mitarbeiter. Die liquiden Mittel des Betriebes in Höhe von 150 Millionen D-Mark versickern nach und nach. Lukrative Grundstücke in Berlin, Leipzig und Zwickau wechseln den Besitzer. Also, dass das merkwürdig ist, das haben wir schon selber gemerkt. Aber es war nichts dran zu ändern an dieser Situation. Die Angst vor der Arbeitslosigkeit, die hat tatsächlich gelähmt. Das muss man so sagen. Sie müssen sich vorstellen, in diesen Jahren waren viele, viele, viele Leute in der DDR arbeitslos. Das ist nicht mehr so wie heute. Es war dort doppelt so schlimm oder noch schlimmer. Und wenn Sie mehrere Arbeitslose in der Familie haben, die Sie vielleicht noch irgendwie mit unterstützen müssen, da hatte jeder mit sich so viel zu tun, dass er nur daran dachte, seine Arbeit zu behalten. Das wurde letztendlich auch ausgenutzt, denn diese Entlassung, die wir ständig erleben mussten, die hielten uns natürlich auch ziemlich klein, das stimmt schon. Michael Rottmann feiert seinen 50. Geburtstag in einer Wohnung, die er sich hat ausbauen lassen, auf Firmenkosten. Im Dachgeschoss der Zentrale in Berlin-Mitte. Ein Jahr später geht die WBB Konkurs. Michael Rottmann und seine Partner haben der Firma 100 Millionen D-Mark entzogen. 31 Millionen sind auf das Privatkonto von Rottmann geflossen. Nach einer gewissen Zeit fand ich, es muss jetzt mal jemand aus dem Osten auch in der Treuhandanstalt aufsteigen. Und ich habe dann Herrn Scheunert empfohlen für einen gewissen Bereich, der zu meinem Unternehmensbereich gehörte, nämlich Glasindustrie, dass er den verantwortlich übernimmt. Und er war dann der Erste, und ich glaube sogar der Einzige, das weiß ich nicht genau, aber der Erste, Direktor in der Treuhandanstalt, der aus dem Osten kam. Das waren so Dinge, die, ja, ich würde sagen, mich moralisch aufgebaut haben. Als ich das Direktorat übernommen habe, ich hatte hauptsächlich Keramik, Optik, Medizintechnik, Unternehmen. Unter der Rubrik Feintechnik entdeckte ich mit Entsetzen DBM, also meine Kreisstadt, wo ich aufgewachsen bin, der Landkreis und die Stadt, wo ich mein Abitur gemacht habe. Und es war mir klar, dass ich da mit Unbehagen an eine Aufgabe gehen musste, die zwar gemacht werden musste, aber ja, warum ich? Der Prüfungsausschuss hatte das Unternehmen mit einer Note 6 bewertet und das hieß im Treuhandsprachgebrauch Gesamtvollstreckung. DBM war mit über 2000 Beschäftigten natürlich der Betrieb hier. Jeder zehnte Bürger hat hier gearbeitet, sein Geld verdient, familiäre Verbindungen. Jeder ist in den
sagen wir mal, in der frühen DDR üblich war, haben die Betriebe ja über ihr reines Produktionsgeschäft hinaus auch gesellschaftliche, soziale Aufgaben übernommen. Und DBM war halt ein gesellschaftliches Rückgrat. Ich war voll überzeugt, Schluss zu machen, versuchen, Kerne wenigstens überzuleiten, damit das Know-how, damit wenigstens gewisse sagen wir, Visionen oder Zukunftsträume da sind, damit die Leute sich schnell schulen und in neue Geschichten hineingehen. Ich kann mich erinnern an ein Telefonat mit meinem alten Herrn. Er hat an irgendeinem lokalen Parteiveranstaltung der CDU teilgenommen. Und dort wurde das diskutiert, sehr emotional, kontrovers und mit großer Bestürzung, was denn diese Treuhänder in Berlin mit diesen schönen, tollen, wichtigen Unternehmen DBM denn machen würden. Und er rief mich nachts an, völlig aufgelöst, und sagte, Junge, das kannst du nicht machen. Das verkraften die Leute hier nicht. Das ist, ja. Und er gab mir sozusagen mit auf den Weg, finde eine Lösung, aber eine andere. Da bin ich den nächsten Tag natürlich in mein Büro gefahren, in der Treuhandanstalt in Berlin, und habe so gedacht, ja, was nun? Wir schauen, was machst du denn jetzt mit dieser Situation? Detlef Scheunert kann DBM an ein schwedisches Unternehmen verkaufen. Grundstück und Fabrik gibt es fast geschenkt. Von 2000 Arbeitsplätzen bleiben 27. So viel Verantwortung habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt, das ist klar. Und werden auch andere Menschen nie wieder bekommen. Es gab kein Eigentum in der DDR, es gab auch kein Grundbuch und keine Festlegung, wem gehört hier was. Man muss sich das vorstellen. Seit Jahrhunderten haben die Kommunen in Deutschland die Hoheit über das Terrain, über das sie verfügen. Und das war jetzt plötzlich verschwunden. Im realen Sozialismus und musste wieder zugeordnet werden. Die Kommune auf der einen Seite und ein Betrieb, der in der Kommune arbeiten wollte, stritten sich jetzt um den Grund und Boden, worauf der Betrieb saß. Jeder wollte ein möglichst großes Stück und das musste entschieden werden. Als mir das übertragen wurde, ohne viel zu fragen und ohne Schulung, da habe ich so bei mir gedacht, also verdammt nochmal, das geht eigentlich ein bisschen zu weit. Aber wir haben es gemacht, weil es gemacht werden musste. Bevor wir im Grunde genommen die Dinge durchschaut haben, waren eigentlich alle Messen gesungen. Und dann hat man in der Regel natürlich auch noch andere Kriegsschauplätze, die man mit der Treuhand zu verhandeln hat. Und dann will man nicht unbedingt sich das eine verderben, indem man bei dem anderen stänkert. Die Treuhand hatte eben auch die Macht, eine Industrieansiedlung dort zu genehmigen und da zu verweigern. Das heißt mit anderen Worten, wir waren auch diesem Machtgeflecht der Treuhand als Ministerpräsidenten ausgeliefert. Das heißt, die Treuhand war mächtiger als die Landesregierung im Osten? Na, da war ganz eindeutig so Ansiedlungs- und Standortentscheidungen waren abhängig von den Entscheidungen der Treuhandmanager. Nicht von unseren Entscheidungen in unserem Wirtschaftsministerium. Die hatten da im Endeffekt gar nichts zu sagen. Ein nicht gewähltes, nicht parlamentarisch kontrollierte Institution. Wohl wahr, ja. Das war so. Ich war der Abteilungsleiter im Finanzministerium. Diese Abteilung hatte die Rechts- und Fachaufsicht über die Treuhandanstalt.
wenn bei ordentlicher parlamentarischer Beratung ein solches Unternehmen privatisiert worden wäre, hätte man für ein Unternehmen ein halbes Jahr gebraucht. Aber wir hatten hier 10.000 größere Unternehmen, 30.000 Handelsunternehmen und dann noch einmal 50.000 Immobilien und sonstige Unternehmen. Also eine unvorstellbare Vielzahl. Ein wie in Friedenszeiten, in Anführungszeichen, geordneter Beratungsprozess im Parlament wäre einfach unmöglich gewesen. Diese Regierung hat eben entschieden, dass man in dieser Form dieses Mengenproblem lösen muss. Insofern kann man nicht sagen, das ist jetzt eine Nicht-Regierungsentscheidung, sondern es war ja eine Strukturentscheidung der Regierung, eine solche Treuhandanstalt, ein solches Firmenkonsortium aufzustellen, ihm relativ große Entscheidungsmöglichkeiten zu geben. Aber man blieb dabei bewusst im Hintergrund. Also Sie haben ja jetzt dauernd Interviews gegeben und gesagt, so und so sehen wir das. Und im Gegenteil, die Öffentlichkeit hat gar nicht gewusst, dass es uns gegeben hat und dass jeder große Vertrag von uns durchgesehen, im Einzelfall verändert wurde, jedenfalls bewusst mitentschieden wurde. Der ganze Betrieb ist unten. Wir sorgen nicht, wir bleiben unten. Haben Sie keine Arsch in der Hose oder was? Haben Sie Angst, dass die Leute Ihnen was tun? Will das bloß jeder wissen, was hier los ist? Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, als das, was ich dann Ihren Augen gesagt Fenster habe. Aus, wenn Sie nicht wir haben doch nichts gegen Sie. Wir wollen halt bloß wissen, was unser Betrieb wird. Machen Sie Fenster auf und springen Sie zum Fenster runter. Da gehen Sie doch mit runter. Nein, ich rede mit legitimierten Vertretern. Im Prinzip sind alle legitimiert. Das ist schließlich unsere Angelegenheit, was hier passiert. Man hatte auch das Gefühl, dass die Politik im entscheidenden Moment diese Treuhänder hier allein ließ. Vielleicht auch aus einer gewissen Überforderung heraus. Ich war mal im Finanzministerium, kam hier aus einer Demonstration, hatte gerade mehrere Unternehmen, wo es Streiks gab, so Hungerstreiks und sonst was. Also es brannte sozusagen an allen Ecken und Enden. Und kam nach Bonn wegen einem Privatisierungsfall, den wir dort abstimmen mussten. Und die Beamten hatten allen Ernstes eine Stunde gebraucht, bevor sie in die Tagesordnung eintreten konnten, weil sie sich erstmal stritten, wer zuständig sei. Das war so diametral, so weit weg, und das war für uns so unreal. Mehr ich mich immer erinnern, als ich das Plätschern eines kleinen Springbrunnens hörte, dass die Sonne schien, es plätscherte. Und man hat nicht gedacht, dass das das gleiche Land ist. Ich habe gedacht, das ist ein anderer Planet, das kann nicht wahr sein. Und dass diese Leute die politischen Rahmenbedingungen definierten, das war mir natürlich klar, dass das eher grotesk war. Die konnten das gar nicht verstehen. Also, dass da Wut aufkommt und dass man da unbedingt einen Schuldigen finden will, also ist doch klar. Das haben die Bonner nicht verstanden. Also jedenfalls emotional nicht verstanden. Dem einen oder anderen vielleicht schon intellektuell, aber so nach dem Motto, naja, das werden wir schon hinkriegen, das sind Übergangsschwierigkeiten. Lösung von Bonn. Der Name Treuhand kann eigentlich nur ein Synonym sein für die Kohl-Regierung. Denn der Besitzer und der Verwalter ist die Treuhand und damit Bonn. An dieser Stelle ein Gruß an die Leipziger, die wieder montags auf die Straße gehen. Wir haben so das Gefühl, als wenn sie warten, bis wir ganz und gar unten sind, nichts mehr wert sind. Und dann sacken wir uns ein. Dann sacken sie uns ein, für nichts und wieder nichts. Und noch lebt in uns etwas, noch lebt der Geist des Herbstes 89. Und wir sollten uns nicht niederdrücken lassen. Wenn der Kanzler nicht zu uns kommt, dann sollten wir zu diesem Kanzler gehen. Es fehlt nicht mehr viel. Entweder man resigniert oder es eskaliert. Man hatte das Gefühl, es wurde immer bedrohlicher. Also wenn man hier abends um 10, um 11 rausgegangen ist, war schon mal so ein instinktives Blick über die Schulter, war schon mal. Ich will das nicht dramatisieren, aber das ist so ein imaginäres Bedrohungsgefühl. Es brannte die Luft sozusagen. Und Samstag vor Ostern hat die Treuhand Berlin gebrannt.
Ja, das war die Stasi, sagten manche, und manche sagten, das war ein frustrierter Investor, das war eine frustrierte Belegschaft, das waren überhaupt irgendwelche Weltverbesserer. Mit Rohwetter, ich hatte kurz vor Ostern mit ihm noch gesprochen, wegen Zeiss Jena. Und er sagte, Herr Wild, überlegen Sie sich etwas und rufen Sie mich an Ostern nochmal an, in Düsseldorf. Ich habe dann angerufen, war nicht erreichbar, ich habe es mehrfach versucht, es hat nicht geklappt. Ich hatte meinen Wecker immer auf 6 Uhr gestellt und es war ein Radiowecker und dann hörte ich, Rohwetter ist ermordet worden. Wenige Minuten nach der Alarmierung der Polizei durch Frau Rohwetter treffen zuerst Notarzt und Feuerwehr ein. Unmittelbar darauf beginnt die erste Spurensicherung. Das sichergestellte Bekennerschreiben trägt neben dem RAF-Symbol die Bezeichnung Rote Armee-Fraktion Kommando Ulrich Wessel. Erschütternd. Aber wir lebten ja noch irgendwo in der Tradition der vorangegangenen RAF-Morde. Und wir wussten, dass Leute in herausgehobenen Positionen mit diesem Risiko leben in der Bundesrepublik. Und natürlich war es schrecklich. Aber es ist nicht so, dass eine Welt für uns zusammengebrochen ist. Gott sei Dank, dass es niemand aus dem Osten war. Ich habe in Erfurt ein Graffito Rohwetter töten oder so gesehen. Es hätte ja, das war mein erster Gedanke. Das ist ja eigentlich furchtbar, wenn jetzt Westdeutschland dieses Ostdeutschland in die Schuhe schieben müsste. Insofern war ich fast erleichtert, dass schnell erkannt wurde, dass es die RAF war. Ich war emotional sehr frustriert darüber, dass es hier exponierte Personen gab, die sofort den Spruch rausließen, Business as usual. Das wollte eigentlich heute Herr Rohwetter der Presse vorstellen. Es ist das Who's Who, wenn ich so sagen darf, der Treuhandanstalt. Und wenn die Stunde nicht so bitter wäre, dann würde ich sagen, der Bundesfinanzminister würde sich natürlich darüber freuen, Herr Odewald, wenn dieses große, gewichtige Buch, wo alle Firmen enthalten sind, von Mal zu Mal kleiner würde. Die Entscheidung fällt natürlich der. Ich habe einen Zweifel gekriegt. Das hat mich eine kurze Zeit schwer überlegen lassen, ob man dem Land nicht den Rücken kehren sollte. Ist auch ganz klar, ich habe eine Familie, kleine Kinder. Da ist so eine Entscheidung nicht so ganz einfach. Alleinstehend hätte ich mich vielleicht entschieden, nach Tegel zu fahren und ins Flugzeug zu setzen. Die Treuhand war aber so, dieser Zustand hielt 2-3 Tage an und dann rollte schon wieder der nächste Tsunami, irgendwelche Aufgaben, dieses und jenes. Frau Pohl zog dann schnell die Zügel an, was auch absolut richtig war. Die hat wirklich da keine Luft dran gelassen und hat Druck gemacht, dass die Maschine nicht zu stehen kam, dieses ganze Abwicklungsmonstrum, sage ich mal. Denn zu dem Zeitpunkt, nach 6 Monaten, war der Laden schon richtig groß geworden. Unter Birgit Breul zieht die Treuhand um, an die Wilhelmstraße in das ehemalige Reichsluftfahrtministerium. Die neue Chefin ist von der CDU und war Wirtschafts- und Finanzministerin in Niedersachsen. Im April 1991 arbeiten bei der Treuhand 2000 Menschen. Mit freien Mitarbeitern werden es bald 17.000 sein. Sie führen die Geschäfte in den Betrieben, verhandeln den Verkauf, warten auf Investoren.
man ist ein Investor 1993, will etwas kaufen von der Treuhand. Was musst du denn überhaupt vorweisen? Eigentlich gar nichts, außer eine sehr gute Verbindung zu irgendeiner bestehenden Person in der Treuhand. Dann bekam man einen Termin und konnte im Prinzip sichtlich kaufen, was man wollte. Nun, es liefen einige sogenannte Investoren über die Flure, denen ich wahrscheinlich noch nicht mal einen Gebrauchtwagen verkauft hätte, die aber dort mit geradezu aufreizender Freundlichkeit empfangen und bedient wurden. Wenn man zu einer Firma Thyssen gehörte, bekam man sichtlich alles. Es gab eine Vertragsdatenbank, in der konnte man nach Vertragspartnern recherchieren. Und wenn man da Thyssen eingab, dann konnte man seitenlange Ausdrucke bekommen. Wie viele Unternehmen hat Thyssen ungefähr bekommen? Ich würde sagen, es waren sicher mehr als 200. Als junger Anwalt hatten Sie ja trotzdem, was auch Geldflüsse anbelangt, relativ viel Macht? Ja, das ist richtig. Also es wurde erstaunlicherweise kaum darauf geachtet, was man damit macht. Man hatte sehr viel Geld in der Hand. Man konnte es hier hin oder dahin schieben. Das wäre kaum aufgefallen, nehme ich mal an. Und was heißt sehr viel Geld? Noch bis zu 100 Millionen. Das heißt, man hätte die 100 Millionen Mark damals auch nach Luxemburg überweisen können? Das hätte ich tun können, ja. Es hat verschiedene Trends gegeben. Rohwedder war der Sanierer. Nach seiner Ermordung kam Birgit Breul, die hatte mit Sanierung gar nichts am Hut. Da gab es ja die Sprüche, es muss gestorben werden, privatisieren, privatisieren, privatisieren. Und dann gab es wieder eine Welle, wo man erschrocken war, oh Gott, doch lieber mehr Sanierung zuzulassen. Das war auch das Wechselspiel des Vorstandes, speziell Birgit Breul mit Bonn. Je nachdem, welche Wahlen standen an, wie sah sich das Kanzleramt. Das war natürlich informell, das konnte man natürlich nicht an der Wand lesen, da gab es auch keine Informationen. Man hat nur plötzlich gemerkt, oh, das Sterben ist jetzt irgendwie nicht mehr en vogue, wir erhalten jetzt. Und dann wieder, was machen Sie denn, sind Sie wahnsinnig, so viel Steuergelder ausgegeben, weg mit dem Laden. Spiel mir das Lied vom Tod. Diese Musik haben die Stahlarbeiter mitgebracht, um ihre Gefühle auszudrücken. Wir hatten sehr viel Verständnis für die Menschen, weil wir ja wirklich realisiert haben, welche Zumutungen auf diese Menschen zukamen. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass sie demonstrieren, dass sie dann ab und zu Ventile für ihre Wut brauchten. Ich glaube nur nicht, dass diese Demonstrationen uns auf Fehler und Fehlentwicklungen aufmerksam gemacht haben, die wir nicht selbst versucht hätten zu beheben, zu vermeiden. Aber ein Teil davon war unvermeidlich. Die Treuhand ist also zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wenn Sie so wollen, eine große Industrieholding, vermutlich die größte der Welt, mit einem Unterschied zu allen anderen Holdings auf der Welt. Wir haben nämlich einen einzigen Ehrgeiz. Wir möchten gerne jeden Tag kleiner, jeden Tag unbedeutender werden, damit wir auch endlich mal in Ruhe gelassen werden, meine Damen und Herren. Im Frühjahr 1991 sind 15% der ostdeutschen Betriebe verkauft. Im Angebot sind immer noch Werften, Spielzeughersteller, Apotheken, Maschinenbauer, Textilfabriken, Bademoden. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ein einziges Mal haben wir mal miteinander telefoniert. Aber uns so gegenübergestanden haben wir, ist 18 Jahre, 17 Jahre ist das her. Ja, ja. Man macht sonst immer Klassentreffen oder dieses Treffen oder jenes Treffen.
Aber die Treuhandanstalt war so eine Truppe. Da ist das leider nicht entstanden, mal so eine Idee. Wir kennen uns. Oh. Herr Klangbrot. Na, wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? Gut. Ja. Selber? Ach, auch gut. Auch gut. Na, hat er sich beworben und kam hier an. Und dann hat sich sehr schnell herausgestellt, dass jemand da sein musste, der in die Betriebe reinging. Das konnte ich ja persönlich gar nicht. Und wenn es nötig war, wurde er da sofort zum Geschäftsführer ernannt. Und dann konnte er reinsehen, dann konnte er die Vorgänge sehen. Und dann kam er zu mir und sagte, da stinkt es, da müssen wir was tun. Dann gab es hier mitteldeutsche Beton- und Kieswerke. Ja. Da kam dann jemand, der stellte sich vor als Mitarbeiter von der Treuhandanstalt. So, fragte aber eigentlich nur Immobiliengröße, welchen Wertansatz und so weiter. Ich sagte, der kann niemals von der Treuhandanstalt Berlin sein. Der müsste wenigstens einmal anstandshalber fragen, wie viele Mitarbeiter hat die Firma oder was macht die Firma oder so. Ja, und dann habe ich eine Mitarbeiterin, ich komme jetzt nicht auf den Namen, gesagt, gucken Sie mal, mit welchem Auto der da ist. Dann haben wir das Kennzeichen aufgeschrieben und siehe da, nach bestimmten war Makler, Immobilienmakler. Dreist ohne Ende hatte sich als Mitarbeiter der Treuhandanstalt vorgestellt, zufälligerweise Visitenkarte vergessen und so weiter. Also der eine oder andere aus Berlin hat immer gesagt, wenn Sie mal abends in der Halle unterwegs sind, versuchen Sie immer mit dem Rücken zur Wand zu sitzen. Wir kennen uns als der Zünderzeit der Treuhandgesellschaft. War eine sehr bewegende Zeit. Gut, das war damals mit Rohwetter. Als Rohwetter erschossen wurde, dann hat man Sicherheitsvorkehrungen getroffen und im Haus wurden dann sehr teure Türen für meine Begriffe eingebaut. Da kam eine, glaube ich, 15.000 D-Mark. Da war ein schusssicheres Glas. Ja, aber man hat den Herrschaften nichts getan. Wir profitieren heute noch davon. Die Türen sind immer noch drin. Ja, die halten vielleicht. Die halten auch. Die haben eine sehr gute Qualität. Ich hatte ihm auch eine Wohnung besorgt in der Silberhöhe. Ich fand es erstaunlich, dass ein Topmanager dort in diese Plattenbausiedlung geht. Ja, ich habe es nie bereut. Ich bin doch mal gespannt, was aus der Hanoier Straße 13 geworden ist. Und ich gehe mal davon aus, dass in der Achse dieser Gebäude meine Platte stand. Und wenn ich das jetzt in meinem Kopf rekonstruiere, dann hat sich hier an dieser Stelle, also auf diesem schönen Wiesengrundstück, und das im 7. Stockwerk, genau an der Ecke, meine Wohnung befunden. Ja, hier war's. Und nichts mehr ist davon zu sehen. Vielleicht auch gut so. Jetzt sehen wir ins Grüne. Und man soll der Natur lassen, was der Natur gebührt. Platten gehören da nicht rein. Ich hatte so ein Wahnsinnsprojekt, Glaswerk Ilmenau, mitten in Thüringer Wald, eine Monster-Glasfabrik. 12 Linien, die machten technisches Glas und solche Dinge. Da sollte der ganze Ostblock mit versorgt werden. Der Ostblock gab es nicht mehr, der Markt. Es hätte sich das nach Westen gerichtet, aber da brauchte niemand diese Fabrik. Ich war dann bei Schott in Mainz und bei den Wettbewerbern und die haben gesagt, Gottes Willen, die Kapazität, wenn das Ding ausgefahren wird, können wir hier zumachen. Und das sagten natürlich die westdeutschen Unternehmer und Manager, hallo, der Kohl, was der hier für Kohle ausgibt, das ist unsere Kohle, unser Steuergeld. Und das haben wir hier verdient. Und haben natürlich der Politik gesagt, wenn er uns jetzt die Wettbewerbssituation im Osten kaputt macht, dann kriegt er keine Steuergelder mehr. Trotzdem entwickeln Unternehmensberater aus dem Westen ein Konzept für das Glaswerk. Mit massiven Investitionen könnte es gerettet werden. Das Geld soll von der Treuhand kommen. Der Betriebsrat sah, es geht weiter. Die Belegschaft sah, es geht weiter. Alle waren zufrieden. Nur der Treuhänder nicht, weil der musste es bezahlen. So, und da war ich natürlich der Bösewicht. Wir mussten, sagen wir mal, die Realität vertreten. Die Realität ist immer schlecht dran. Ne? Die Utopien werden geliebt. Ne?
Naja, wir haben das Werk dann geschlossen. Ich habe das gegen allen Widerstand durchgezogen. Also ich war darauf nicht stolz und ich habe mich dann auch nicht toll gefühlt. Aber ich habe verstanden, das war notwendig und ich meinte, ich musste das tun. Und die Anerkennung der Wettbewerber West, die ist zwar gekommen, aber da habe ich mir ausbedungen, die soll mich gefälligst in Ruhe lassen. Ich habe auch nicht irgendwelche Gespräche geführt, braucht ja auch einen Job anschließend. Und ich kannte die ja alle. Ich hätte natürlich mir auch einen Job in der Glasindustrie im Westen holen können. Aber das hätte ich wirklich als unanständig empfunden. Denn das hätte jeder als Jurislohn empfunden. Ne? Und das muss ich sagen, das erzähle ich deswegen, weil mich dieser Fall so beschäftigt hat, weil er wirklich mich viel Kraft gekostet hat. Da konnte ich natürlich nicht in den Freundeskreis gehen und sagen, wie schlecht fühle ich mich. Da habe ich gesagt, na, dann mach's doch einfach nicht, wenn du dich schlecht fühlst. Also rein theoretisch wäre es gegangen, das ohne Treuen durchzusetzen, dass man sagt, wir lassen das weiterlaufen, haben wir keinen Ärger. Also wenn ich mich darauf konzentriert hätte, diesen Weg zu gehen, wäre das möglich gewesen, ja. Ich habe natürlich dann entsetzt festgestellt, dass manche meiner Kollegen, Direktorenkollegen, West, sich diesem Druck entzogen hatten und hatten Fabriken, die wirklich zugemacht gehört hatten, einfach weitergepöppelt. Die haben sich nur, sagen wir in bester politischer Manier West, haben sich rausgekauft mit Steuergeldern aus dem Druck. Die haben sich leichter gemacht. Und haben dann an irgendeinen Investor das Ding verschenkt mit viel Geld und der ist dann 3 Jahre später pleite gegangen. Aber von diesen Raffinessen wusste ich noch nichts. Ich habe mich dem Ding gestellt. Ab Ende 1992 will die Treuhand ihre Niederlassungen schließen. Sie kosten der Zentrale zu viel Geld, vor allem Halle. Für die Direktoren und Mitarbeiter vor Ort werden Prämien ausgelobt. Wer schnell abschließt, bekommt einen Bonus. Wenn man das Ding noch 3 Jahre länger hätte laufen lassen oder 5 Jahre, wäre das natürlich geordneter gegangen, aber die Frage wäre es, ob man diesen Drachen hätte irgendwann überhaupt noch tot gekriegt. Und deswegen war natürlich mit der Gier der Manager zu kalkulieren am Ende, ja, wahrscheinlich am effizientesten zu sagen, Jungs, wenn ihr euer Direktorat zu Ende macht und alles hier breitkloppt, dann gibt's Geld. Das hat sich verheerend ausgewirkt. Das führte dazu, dass man gar nicht mehr genau hinguckte, sondern wirklich nur die Firmen von der Liste haben wollte. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt dem erstbesten Menschen, der da kommt und sagt, ich möchte diesen Betrieb haben, ihn auch andient und übergibt. Man hätte schon ein bisschen mehr auswählen können, wenn man mehr Zeit gehabt hätte. Wolfgang Greiner, ein Investor aus Süddeutschland. In Halle kauft er rund 20 Firmen. Bei der Treuhand ist Winfried Glock sein wichtigster Kontakt. Neben Klaus Klamroth ein Direktor der Niederlassung Halle. Natürlich wusste man, dass die arbeitet, diese Treuhand, dass es also sein muss, dass jetzt eben privatisiert wird, weil ja eben jetzt nur Kapitalismus gespielt wird. Aber ansonsten hat man die so nicht wahrgenommen. Also die haben uns eingeladen zu ihren Pressekonferenzen ab und zu, relativ selten. Das waren ganz langweilig harmonische Veranstaltungen mit unheimlich vielen Zahlen. Weiß nicht, man hatte nicht den Ansatz, da genauer hinzugucken, was die denn da überhaupt genau machen. Das war so schön in Watte verpackt aus Bonn. Ne? Das muss jetzt sein. Das muss sein, ohne Wenn und Aber. Die müssen jetzt arbeiten und wir müssen das loswerden und verkaufen und stilllegen. Das war sicherlich ein Fehler, da nicht genauer, viel früher ein Auge drauf zu haben. Das Ende seiner Niederlassung vor Augen will sich Klaus Klamroth selbstständig machen. Noch im Dienst der Treuhand gründet er mit Winfried Glock eine Unternehmensberatung. Zum Aufsichtsratsvorsitzenden berufen sie Wolfgang Greiner. Räume finden sie in einer Villa.
Die Jugo-Mafia, ja, das war auch ganz großes Thema damals. Ja, und hier haben wir dann auch die Treuhand. Das war die Geschichte mit der Villa, die da für eine Mark über den Tisch gegangen ist, wo die Herrschaften sich dann mit ihrer Unternehmensberatung einquartiert haben. Die Dimensionen hat zu der Zeit bei uns noch keiner erkannt, dass das eine Titelseite hätten werden können. Wir wollen mal gucken. Da, doch, gucke. Das wusste ich ja gar nicht. Ja, tatsächlich, das ist sogar Titel geworden, ja. Das hatte ich gar nicht mehr auf der Pfanne da. Da ist der Herr Klamroth. Ich kann das jetzt nicht mehr ganz genau sagen, warum nun ausgerechnet Klamroth da vorne hingekommen ist und Glock nicht, dass vielleicht das Foto besser war oder so. Das hatte, glaube ich, rein technische Gründe oder so. Also, weil das konnten wir in dem Moment, an dem Tag, noch nicht einschätzen, wer da welche Rolle wie gespielt hat. Es waren 30 Kriminalbeamte unterwegs an diesem Tag, in den verschiedensten Büros und leider auch bei mir zu Hause. Ich stand sogar im Programmheft des Theaters Heidelberg, meiner Heimatstadt, als der Prototyp des kriminellen Treuhänders. Ich habe das nicht verhindern können, ich habe das dann gelernt zu erdulden, aber das hat mich doch sehr umgetrieben. Ende 1992 werden Winfried Glock und Klaus Klamroth fristlos entlassen. Sie sollen die Villa unter Wert verkauft haben, für eine D-Mark, um sie billig anmieten zu können. Ich hätte hier gerne weitergearbeitet damals, aber ich konnte hier keine Klienten, keine Kunden mehr finden, die ich hätte beraten können, solange mein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart lief. Ich musste mich hier also zurückziehen. Klaus Klamroth kehrt zurück nach Heidelberg. Wolfgang Greiner bleibt in Halle. Die Treuhandzentrale in Berlin bietet ihm das nächste Unternehmen an, die Sächsische Stahl- und Maschinenbau AG Stamag. 40 Millionen D-Mark liquider Mittel, 60 Millionen D-Mark Umsatz, 800 Beschäftigte. Aber unter Journalisten und Gewerkschaftern kursieren Gerüchte. Es geht um Bestechung, Misswirtschaft, Veruntreuung. Wir werden nachbohren. Wir werden die Beweise sammeln, die gesammelt werden müssen. Wir werden alle Institutionen, sprich die Treuhand und auch die Staatsanwaltschaft, auffordern, das zu tun. Wenn die Staatsanwaltschaft das nicht von sich aus tun wird, müsste sie eine von sich aus ermitteln, gibt ein öffentliches Interesse. Wenn sie das nicht tun wird, werden wir Strafantrag stellen. Dann haben wir geguckt und haben festgestellt, ich weiß nicht, wie viel es damals am Anfang waren, auf jeden Fall in Summe waren es dann 27 Firmen, die Treuhandniederlassung Halle an den Greiner verkauft hat. Und wo ich dann wusste, Kontakt mit Göppingen, dass das ein kleiner Krutscher ist, ja, mit 350 Beschäftigten, ein Zulieferer für Daimler-Benz, war klar, dass der überhaupt nicht das Geld haben konnte, um überhaupt die Läden zu führen, zu halten, zu investieren etc. etc. Und dann kam natürlich auch aus den Betrieben, aus den Buchhaltungen, was der Deutsche was, ja, kamen Hinweise. Hier wird plötzlich das Vermögen von der Fabrik abgezogen. Ja? Und es landet nicht etwa zu Investitionen, sondern landet auf Privatkonten. Abgezeichnet hat sich, da kommt ein Wessi, kauft eine Firma nach der anderen, guckt, was kann er dort vom Konto holen und was kann er mit den Immobilien anfangen und schmeißt dann einfach die leere Hülle weg. Greiner wird verhaftet. Vor Gericht stellt sich heraus, er hat Winfried Glock bestochen. Mit 5 Millionen D-Mark. Da haben wir hier den Herrn Greiner erst und da haben wir den Herrn Glock neben mir. Was denken Sie heute, wenn Sie diese Leute sehen? Da sträuben sich mir natürlich die Nackenhaare, das muss ich sagen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte Wilfried Glock in einem Fall des betrügerischen Konkurses bereits verurteilt. Es war durchaus recherchierbar und feststellbar, dass mein Kollege Privatisierungsdirektor ein verurteilter Konkursbetrüger war.
Also es ist schon die sehr interessante Frage, wie kommt ein Herr Klock mit seiner Vita in eine Treuhandniederlassung und wird auch noch Direktor für Privatisierung. Man hätte schon 1990 durchgreifen müssen. Aber das war natürlich politisch überhaupt nicht machbar. Deswegen konnten die Treuhänder ja auch so lange in ihrer Blackbox arbeiten, weil sie hatten ja freie Hand. Das ist eben auch wie im Krieg. Also solange nicht wirklich arg geplündert wird und damit gegen irgendwelche Genfer Konventionen verstoßen wird, können Armeen handeln, wie sie wollen. Sie haben die Rückendeckung ihrer obersten Herren. Die Leunawerke südlich von Halle. Das größte Chemieunternehmen der DDR. Damals mit 35.000 Mitarbeitern. Bundeskanzler Helmut Kohl hat versprochen, ihr Werk wird nicht abgewickelt. ThyssenKrupp und der französische Erdölkonzern Elf Aquitaine kaufen es 1992. Sie sollen massive Subventionen erhalten. Der Bau einer Raffinerie den industriellen Kern der Region sichern. Elf Aquitaine bekommt außerdem die lukrative Tankstellenkette Minol. Ja, Leuna war nicht mein Verantwortungsbereich. Ich habe das nur in den Vorstandssitzungen gehabt. Und mir wurde dann ziemlich deutlich bedeutet, dass ich allzu freimütige und allzu insistierende Fragen bitte vielleicht nicht stellen sollte. Aber Sie hätten es schon gern gestellt. Naja, man muss nicht alles wissen. Der Mut zur Lücke war auch für den Vorstand ein Element, das man durchaus mit in seine Überlegungen einbeziehen konnte. Also meine Aufgabe war unter anderem die Nachverhandlungen im Bereich der Privatisierung der Leuna-Raffinerie an Elf Aquitaine zu führen, zu leiten, zu überwachen. Wir waren gerade in einer sehr harten Nachverhandlungsphase, weil seitens Elf Aquitaine erhebliche Nachforderungen gestellt worden waren. Der neue Inhaber behauptet, der Bau der Raffinerie würde wesentlich teurer werden als geplant. Weshalb auch wesentlich mehr Subventionen fließen müssten. Uns wurden ständig Milliarden Nachforderungen präsentiert, die man dann in Verhandlungen von 2-3 Tagen auf wahrscheinlich 50 Millionen reduzierte, weil eben viele Forderungen völlig aufgeblasen waren. Wir haben dann eine interne Untersuchung gemacht. Dabei hat sich dieser Verdacht bestätigt. Die Subventionen waren meist dreimal so viel, wie man am Weltmarkt dafür bezahlt hat. Naja, es ging schon um mehrere Milliarden D-Mark, wo wir den Eindruck hatten, dass statt etwa einer Milliarde etwa 3,5 Milliarden subventioniert worden waren. Mai 1994. Der erste Spatenstich in Leuna. Die Bauarbeiten beginnen ein Jahr später, denn im Boden werden Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Man hat versucht, Elf zu locken. Also die andere Richtung, die da mal im Gange war, Elf hätte noch Bestechungsgelder gezahlt, um die Raffinerie zu bekommen. Die ist abwegig, weil die Kräfteverhältnisse waren andersrum. Aber die Stimmung ist, könnte ich mir vorstellen, irgendwann so eine Milliarde plus minus spielt wirklich dann keine Rolle mehr. Naja, vielleicht bei einer Milliarde nicht, aber bei 500 Millionen schon. Das ist dann egal, das muss dann sein. So, fertig. Es war besser, auch wenn wir da erpresst worden sind,
das Ding dann wirklich zu bauen, als dass wir hier hätten sehr viel langfristigere Schäden verkraften müssen, wenn die Raffinerie nicht gebaut worden wäre. Ja, so ist das einmal, wenn man erpressbar ist. Da ist die Frage des kleineren Übels manchmal nicht so richtig zu übersehen. ...1997 nimmt die neue Raffinerie ihre Arbeit auf. Hinweise auf Subventionsbetrug werden nicht verfolgt. Ich habe versucht, einen Termin zu bekommen beim Bundesfinanzministerium. Es kam dann von dort aber aus gar nichts. Und als das nicht gelang, habe ich dann um einen Termin im Bundeskanzleramt nachgesucht. Und habe zu meiner Überraschung dann Herrn Hinze gegenübergestanden und zwei, drei anderen Leuten, die sich mehr oder minder nicht vorstellten. Dort habe ich dann mein Anliegen vorgetragen. Daraufhin wurde mir gesagt, nun seien Sie mal ruhig. Wie Sie wissen, ist das ein Projekt, das zwischen Deutschland und Frankreich eine hohe Wertigkeit hat. Und wir werden uns darum kümmern. Ich habe eine Aussage bei der Staatsanwaltschaft gemacht. Und die ist dann auch im sachsen-anhaltinischen Sand versandet. Die Akte ist einmal kreuz und quer durch die Republik geschickt worden, wie ich später erfahren habe. Und es ist meiner Kenntnis nach nie daraus irgendetwas entstanden. Am 30. September 1993 beginnt der Treuhanduntersuchungsausschuss des Bundestages mit seinen Ermittlungen. Eingesetzt wurde er auf Antrag der SPD. Der Ausschuss hat 8 Monate und 54 Sitzungstage Zeit. Ich glaube, es ist der erste Untersuchungsausschuss in der Nachkriegsgeschichte, der in seinem Untersuchungsrecht in dieser massiven Weise von der Regierung beschränkt worden ist. 80% der Akten wurden eingestuft. Es fällt ja auf, dass durch dieses Treuhandgesetz so eine Art außerstaatliche Institution geschaffen worden ist, die nicht vom Parlament kontrolliert wird. War es Zufall oder war das gewollt? Es war klar, da wird viel im Freistil gemacht. Und da geht es natürlich nicht so regulär nach Gesetzen zu und auch nicht immer ganz koscher. Und man wollte natürlich, dass die Hauptverantwortlichen in der Treuhand nicht in irgendeiner Weise belangt werden können. Also man hat ihn, wenn man so will, war die Treuhand eine Freihand. Man hat ihm freie Hand gegeben, das Ganze zu privatisieren, zu verkaufen, unter die Leute zu bringen, aber im Wesentlichen unter die Westleute. Parlament hatte auch nichts zu sagen. Parlament hatte einen Treuhandausschuss, einen Unterausschuss im Wirtschaftsausschuss, später dann Bundestag, einen Treuhanduntersuchungsausschuss und der Sachen hinterher zu hecheln. Aber wir sind im Grunde genommen eigentlich überfordert gewesen. Wir konnten eigentlich nur noch die Missbrauchsfälle so halbwegs aufarbeiten. Und selbst da sind viele bis heute nicht gänzlich durchdrungen. Was ist das da ganz vorne an, die erste Seite, die Morgen? Zur Vorbereitung auf den Treuhanduntersuchungsausschuss. Ich hatte Herrn Schiele vorher geschrieben und die Hoffnung ausgedrückt, dass man mich dort auch befragen würde. Denn ich hatte ja ein Ermittlungsverfahren im Nacken und wollte diese Gelegenheit nutzen, dieses Gremium nutzen, um meine Sicht der Dinge darzulegen. Es hat leider die Staatsanwaltschaft in gar keiner Weise beeinflusst. Denn die standen ebenfalls vor einem Mengenproblem. Genau wie wir in den 2, 3 Jahren, die wir in der Treuhandanstalt gearbeitet haben. Nur Behörden wie Staatsanwaltschaften können sich eben Zeit lassen. Bei mir waren es 5,5 Jahre. Aber auch das ist Vergangenheit und nachgesehen. Haben Sie das immer so entspannt gesehen wie jetzt? Natürlich nicht. Ich stand fast unter einem neurotischen Komplex. Ich habe jeden Tag den
Briefträger erwartet und die Klappe des Briefkastens gehört und bin dann rausgestürzt und habe gesagt, jetzt kommt das Ende des Ermittlungsverfahrens endlich in den Briefkasten. 5,5 Jahre, jeden Tag und immer umsonst. Zunächst würde ich nicht sagen, dass die Treuhandanstalt ihre Arbeit beendet hat, sondern die Treuhandanstalt ist im wahrsten Sinne des Wortes aufgelöst worden. Dass man die so ressentimentbeladene Treuhandanstalt mit diesem Namen bei der Gelegenheit sozusagen aus der Welt schaffte, war sicher eine positive Begleiterscheinung. Die Hauptnachfolgeorganisation hieß ja Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, BVS. Es fällt Ihnen vermutlich auf, dass das ein entsetzlicher Name ist. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich ihn erfunden habe. Denn der Sinn dieses Namens war, dass er nicht mehr eingängig ist. Und dass damit einfach diese ganze BVS etwas unter den Wahrnehmungshorizont runtergezogen wurde. Kleine Nebenbemerkung, es war dieselbe Rechtsperson. Die hat lediglich einen anderen Namen bekommen, sonst habe ich da nichts geändert. Wenn Weißwürste auf. Neger in meiner Metzgerei. Einen Schwarzarbeiter treffen. Wir sollten ja Neger wissen, wie man Weißwürst macht. Trifft ihn. Der für mich nicht was. Der Schlag. Mein Beileid. Nein, nix Beileid. Das ist ein Irrtum. Eine geistreiche Komödie. Du hast ausgerechnet, du mich siehst, das ist meine schwärzeste Stunde. Wer hat Angst vorm weißen Mann? Ich bin ja da zum ersten Mal tot. Der Filmmittwoch im Ersten. Unser neues Team. Wenn sie mir Eclaire kommt, dann reiß ich den Arsch auf Drechsler. Akribisch und korrekt. Das ist ein Notfall. Den wir aber nicht mit illegalen Mitteln lösen werden. Trifft auf impulsiv. Du kleine dreckige Ratte, Drechsler. Und unkonventionell. Ich bin ein böses Mädchen. Ihr erster Fall. Am Sonntag im Polizeiruf. Hier im Ersten. Thank you.
Es war nicht einfach, ihn zu überzeugen. Doch am Ende willigte er ein. Ende April dieses Jahres traf Ranga Yogeshwar Peter Hicks in Edinburgh. Vor Jahren hatten die beiden kurz zusammengearbeitet. Hicks Theorien haben die Welt verändert. Medienscheu, kein Handy, keine E-Mails. Peter Hicks, der neue Physik-Nobelpreisträger. Ist es nicht schwer, ganz besonders für einen theoretischen Physiker? Ich meine, Außenseiter zu sein, weil die Leute kaum verstehen, was sie so machen. Ist das schwer für einen Physiker? Is that tough for a physicist? Seltsamerweise ist es nicht ganz so unangenehm, wie es mal war. Natürlich kenne ich Zeiten, in denen man als Physiker der Gesprächskiller auf Partys war. Jetzt scheint sich die Öffentlichkeit für sowas mehr zu interessieren. Wenn man Peter Hicks heißt. Ja, es ist nicht ganz so abstoßend. Ich meine, Sie verstehen natürlich immer noch nicht, was ich so mache, aber Sie treten nicht die Flucht an. Da ist eben Sympathie da. Es gibt da eine wirklich seltsame Sache. Der Name, Higgs-Teilchen. Aber es gibt ja auch einige, die sprechen vom Gottesteilchen. Was halten Sie davon, vom Gottesteilchen? Nun, ganz zu Anfang will ich sagen, ich bin Atheist. Wie kommt es da zum Namen Gottesteilchen? Zweitens, dieser Name war eine Art Witz. Es war das gottverdammte Teilchen. Ja, das gottverdammte Teilchen. Ja, den Titel wollte der Autor damals seinem Buch geben, aber der Herausgeber nicht. Er wollte es das gottverdammt nochmal Teilchen nennen, weil es so verdammt schwer zu finden ist. Das ist es dann auch schon. Aber es wird so oft betont. Haben Sie eine Erklärung dafür? Es führt einfach in eine völlig falsche Richtung. Für so viele Menschen. Mir hat ein Journalist gesagt, einer aus Spanien, den ich interviewen wollte, die katholische Kirche in Spanien hätte die Entdeckung des Gottesteilchens an die große Glocke gehängt. Und ich habe auch gehört, die Zeugen Jehovas und auch andere Sekten hätten in deren Schriften für ihre Tür-zu-Tür-Mission den Leuten verkündet, Gott existiert, weil das Gottesteilchen entdeckt worden ist. Das meinte ich damit. Es führt einfach in alle mögliche falsche Richtung. Also ich widerspreche dem mit allem Nachdruck. Auch wenn es kein Gottesteilchen ist, löst es das grundlegende Problem in der Physik. Wie die Teilchen ihre Masse bekommen. Die Idee, die Higgs-Teilchen durchfluten das ganze Universum und sind alles andere als statisch. Je mehr sie ein Teilchen umringen, desto schwerer ist dieses Teilchen. Drei Beispiele. Ein Elektron etwa. Die Higgs-Teilchen haften fast nicht. Das Elektron hat daher wenig Masse. Ein Myon dagegen ist schon attraktiver, also etwas schwerer. Seine Masse ist rund 200 Mal größer. Zum Schluss ein Top-Quarks. Das schwerste der insgesamt 6 Quarks. Die Higgs-Teilchen reagieren massiv. So die Theorie, wie die Elementarteilchen zu ihrer Masse kommen. Für einen Laien, ist das so eine Idee, die ganz plötzlich im Kopf auftaucht? Also ganz spontan und kurz? Ihr Paper ist ja ganz schön kurz gewesen. Ja, knapp eine Seite. Heutige Veröffentlichungen sind sehr viel länger. Sie schreiben eine Seite und verändern damit eine ganze Weltsicht. Nun, ich hatte ja nicht viel zu sagen. Ist das Intuition, Instinkt? Darum wurde es ja auch in einem Newsletter veröffentlicht, in einer kurzen Form, in einem Newsletter-Journal. Ich gab ja nicht vor, das sei das ganze Paper, das ich dann eventuell schreiben würde. Das kam dann auch 2 Jahre später. Ich glaube, das wurde noch nicht einmal angenommen. Die wollten es nicht veröffentlichen.
Nun, im Begleitschreiben schlug man vor, ich solle diese Gedanken noch ein bisschen weiterentwickeln und ein längeres Paper schreiben und das dann an Nuovo Cimento schicken. Das war keine gute Adresse, oder? Nein, das war ziemlich unverschämt. Später im Sommer ist dann Ewan Squires, ein fähiger Theoretiker, mit dem ich das Büro in Edinburgh teilte, zum CERN für einen Monat gegangen. Er war da, als mein Paper eingereicht wurde. Als er zurückkam, sagte er mir, die wussten nicht mal, wovon du da gesprochen hast. Die dachten sogar, das hat nicht das Geringste mit Physik zu tun. Wie sind Sie zur Physik gekommen? Sie lebten hier, meine ich, in Edinburgh. Ihr Vater war ein Tontechniker, glaube ich. Er arbeitete beim, heute nennen wir das Dampfradio, heute noch dem Fernsehen. Er arbeitete sein ganzes Leben für die BBC, von 1923 bis zu seiner Pensionierung. 1923 war, glaube ich, ein Jahr, nachdem der Sender aufgebaut wurde. Er war damals ein frisch gebackener Ingenieur von der Universität Bristol. Hier kommt auch meine ganze Familie her, Bristol, Jahrhunderte zurück. Und er arbeitete beim Radio und musste sich darum kümmern, an den ziemlich primitiven Geräten herumzufummeln und so die Tonqualität so gut wie möglich zu machen. Das war im Wesentlichen die Arbeit, die er machte. Stießen Sie so auf dieses Interessensgebiet, die Physik, oder gab es noch was anderes? Ja, doch, das half. Es war nämlich so, dass ich schon ganz früh am Gymnasium, also in Bristol, wo mein Vater hinversetzt worden war für eine kurze Zeit, dachte, ich werde in seine Fußstapfen treten und auch Ingenieur werden. Aber nach und nach wurde mir klar, ich habe zwei linke Hände. Und reine Wissenschaft wäre doch besser mein Faible. Ich war ziemlich gut in Mathematik und könnte ja Theoretiker werden. Und als ich meine totale Inkompetenz bei den Experimenten im Physiklabor zeigte, da war mir schnell klar, der einzige Beruf für dich ist Theoretiker. To be a theoretician. And as I proved my incompetence as an experimentalist in the physics lab, I gradually became convinced that the only way was to become a theorist. Die Jagd nach diesem Teilchen übernahmen die Experimentalphysiker, die besten der Welt. Sie bauten in der Schweiz bei Genf einen unterirdischen Beschleuniger, der alle Dimensionen sprengt. Das größte Experiment, das Menschen je ersonnen haben. In einer 27 Kilometer langen Röhre werden Protonen beschleunigt, bis sie fast Lichtgeschwindigkeit erreicht haben. Und dann stoßen sie aufeinander. An einem von vier Punkten. Dort befinden sich gigantische Detektoren. Und so sieht der Beschleuniger aus der Nähe aus. Was wie eine einfache Röhre wirkt, ist in Wahrheit ein komplexes System von Vakuumpumpen, Heliumkühlung und extrem starken Magneten. Sie halten die Protonen auf Spur. Jedes Proton besteht dabei aus drei Quarks. Dann treffen sie im Zentrum des sogenannten Detektors aufeinander. Ein riesiges Messgerät, das alle Teilchen registriert, die bei der Kollision entstehen. Und wenn zwei Protonen genau frontal zusammenstoßen, genauer gesagt die drei Quarks, aus denen sie jeweils zusammengesetzt sind, entsteht dabei auch ein Higgs-Teilchen. 49 Jahre, nur Theorie. Im letzten Sommer, im Juli, gab es dann die Nachricht, hier bei den Experimenten ist etwas gefunden worden. Es sieht so aus, als hätten wir einen ganz klaren Hinweis. Hier ist das neue Teilchen und alle Eigenschaften sind, wie Sie vorhergesagt haben. Wie haben Sie diese ersten Meldungen erlebt? How did you live through that first news?
Also es war ziemlich überwältigend, diese Reaktion. Das Beeindruckendste war das Publikum. Am Ende der Konferenz, als das definitive Ergebnis bekannt gegeben wurde, da standen die Leute auf und jubelten. Wie am Ende eines Fußballspiels, wenn das Heimteam gewonnen hat. Und Sie waren der Star. Ich war einer von ihnen. Also genau so, aber wenn man sich die Dimensionen anschaut, ist das nicht alles ein bisschen groß für die Art von Physik, die wir eigentlich so lieben? Zu groß. Nun, ich denke, die Größe ist, wenn man so eine Art Maschine bauen will, die Größe ist unausweichlich, wenn sie das machen soll, was sie kann. Ich achte das. Welche Art von Physik würden Sie denn heute machen? In welchem Bereich? Ich drehe mal die Uhr zurück. Sie sind jünger als je zuvor und fangen an mit... Ich glaube, ich würde Biologe werden, Molekularbiologe. Also das wäre die Richtung, in die ich gehen würde, wenn ich noch mal wählen dürfte. Why? Und warum? Nun, meine Haltung zur Molekularbiologie ist eine, dass sie ein Weg ist, etwas verstehbar macht, was ich bis dato nicht verstanden hatte. So wie es mir Spaß macht, einen Beitrag zu leisten am Verständnis der schwachen Wechselwirkung. Unbeabsichtigt natürlich. Ich war Doktorand am King's College in London und genau auf meinem Korridor, ein bisschen weiter, arbeiteten zwei Leute, Maurice Wilkins und Rosalind Franklin. Und ich habe die Reaktion miterleben können auf die Arbeiten von Crick und Watson an der DNS. Ich hatte keine Biologie am Gymnasium und Biologie war für mich komplett unbegreifbar. Da passierte etwas, was das Verständnis änderte. Ist das diese Klarheit, diese Struktur, die Kategorien in der Physik und Mathematik, die Einzug halten in der Biologie? Zieht das Sie an? Ja, heute ist es natürlich ein Zweig der Computerwissenschaft, Sequenzier. Die Physiker am CERN sind noch lange nicht zufrieden. Sie wollen noch weiter in den Mikrokosmos vordringen. Dazu verbessern sie zurzeit den großen Beschleuniger und ihre Detektoren. Immer auf der Suche nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und auch für Peter Higgs ist mit dem Nobelpreis die Geschichte noch nicht zu Ende. Ruhm kann ja auch ein Fluch werden, nicht wahr? Da stören einen ständig Menschen und reißen einen heraus. Ja, ich habe ja die schlimmen Folgen gesehen an Menschen, die schon einen Nobelpreis haben. Ja, ich kenne da einige. Manche lieben das. Ja, das ist sicher der schlimmste Fall. Also wenn ich wirklich anfange, es zu genießen, dann bin ich erledigt. Peter, thank you so much.